Moinsen Leute, ich bin's wieder, euer Sultai. Heute mit einem besonderen Video, und zwar will ich eine Challenge machen. Ich werde das Glücksrad nehmen, werde dort ein paar Dinge reinpacken, oder ich habe die schon reingepackt. Coole Dinge sind dabei. Sultai, lösch das Spiel, greif ein Wal an, verschenke 1000 Goldbarren, verschenke all deine Creator-Belohnungen an einem Spieler und vieles mehr. Und lasst eure Ingame-ID in den Kommentaren, einen netten Satz, falls das Glücksrad diese Situation auswählt, dass ich zum Beispiel alle Creator-Belohnungen verschenken soll an eine Person oder 1000 Goldbarren verschicken soll, schreibt das dann in die Kommentare und ich werde mir dann diejenigen rauspicken und die bekommen dann natürlich 1000 Goldbarren, ja, nur eine, oder eine Person bekommt all meine Packages von meinen Creator-Belohnungen. Wir legen mal los, und zwar blende ich euch jetzt mal das Glücksrad ein. Und zwar seht ihr das auf meiner rechten oder auf meiner linken Seite oder oben oder unten. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es sehen. Da ist das Glücksrad. Wir fangen mal an und drehen mal ein bisschen. Und Leute, da steht auch sowas drin wie tausch deinen besten Hund, ja? Ich weiß nicht. Okay, Sultai. Komm, wir spinnen einmal. So, bitte, liebes Glücksrad. Komm, komm, was haben wir denn? Attack a Wheel. Oh Gott. Okay, Jungs. Ruhig Blut. Wir gehen aber nicht auf meinen zweiten Account, sondern wir gehen auf meinen ersten Account. So. Sultai. Attack a Whale. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Wen soll ich denn hier attackieren? Ich muss erstmal ganz kurz gucken, wo die alle stehen. Ich zoome mal kurz raus. Okay, wollen wir Voldemort angreifen oder wollen wir bei Skytime mal gucken? Wir gucken mal kurz bei Skytime. Die müssten, glaube ich, hier so stehen. So, ich gucke mal. Wo standen die denn? Warte, Jungs, ich hab's gleich. So, also hier steht der Clan von Skytime und Co. Und wir gucken mal, ob hier ein Wal steht, der ohne Schild ist, ja? Also, Biden hat ein Schild. Okay. Dragon Suri hat ein Schild. Ich glaube, die sind hier alle mit Schild. Ja. Okay, Dragon Seal hat auch ein Schild. Er hier hat gar kein Schild. Ist das ein Wal? Wir gucken mal. Ein kleiner Wal. Okay, wir gucken mal bei Voldemort und Co. So, die müssten ja hier stehen irgendwo. Wartet mal, Jungs. So. Zack. Zack. Und Days Gone hat ein Schild. Fisch hat ein Schild. Wer ist er hier? Oh ja, das ist aber ein dicker Wal. Ja, Leute, ich trau mich gar nicht. Wen greife ich denn hier an? Voldemort? Okay, ich greife mal kurz Voldemort an. So, okay, hier steht Voldemort. Ich porte mich jetzt hin. Das Glücksrad hat gesagt, ich soll das machen. So, ich porte mich hin und Leute, wenn ich jetzt total genullt werde, ja, dann ist es halt so. Ja, wünsch mir Glück. Ich habe noch ein Schild. Wie mache ich das am besten? Okay, wartet mal, Jungs. Ich gehe mal kurz bei mir rein. Es kann ja sein, dass er zurückattackiert, ne? Ich werde mal alle Formationen zurücksetzen. Ich habe eh nicht viele Truppen. So, die sind schon zurückgesetzt, die auch. Und ich greife aber nur mit einer Truppe an. Ja, so, mal gucken, wie Voldemort reagiert. Und ja, was daraus wird. Okay, Leute. So, und zack. Oh, oh. Hoffentlich wird er nicht sauer oder böse, ja. Mal gucken, wer denn zu mir portet, um mich zu attackieren. Aber wie gesagt, das ist nur eine Challenge. Voldemort, ist alles gut, wenn du das siehst. So, wir greifen ihn mal ganz kurz an. Zack. Das macht natürlich kein Aua. Können uns ja auch mal den Kampfreport mal ganz kurz angucken. So, hier seht ihr es. Sultai hat verloren, das ist klar. Und ja, er hat sogar seine Top-Formation zu Hause. 1800%, 1910% sogar. Und ja. Okay, gut, liebes Glücksrad. Ich hoffe, dass mich keiner weiter attackieren wird. Und ich würde mal sagen, wir drehen mal weiter am Rad, ja? So, drei Sachen machen wir, ja? Eine Sache haben wir schon gemacht. Die zweite Sache ist... Delete the game. Okay, Jungs, das machen wir zum Schluss. Ja, wir werden zum Schluss das Spiel löschen. Und das kann ich jetzt nicht machen, weil wir haben noch eine Challenge offen. Ergo drehen wir noch das letzte Mal. Von daher, okay, machen wir noch eine Challenge obendrauf. Wir packen nochmal einen Dreh rein hier. Und zwar wählt das Glücksrad aus. Gib 1000 Goldbarren. Okay, Jungs, also
Schreibt eure Ingame-ID in die Kommentare. Ich versende dann die 1000 Goldbarren. Und zwar habt ihr, sage ich mal, bis Dienstag nächste Woche Zeit. Ja? Und ich pick mir dann jemanden raus aus den Kommentaren und den versende ich dann die Goldbarren. So, wir drehen nochmal, weil es so viel Spaß macht. Und was kriegen wir diesmal raus? Change Dog. Oh Gott. Also, pass auf, Jungs. Ich muss jetzt meinen besten Hund tauschen gegen einen schlechten Hund. Ja? Okay. Ich mach das. Ist kein Thema. So, das ist mein goldener Hund. Ja, mein goldener Hund, sage ich schon. Mein legendärer Rottweiler mit ganz vielen goldenen Skills, die ich mir mühsam über die Jahre aufgebaut habe. Und wir werden den jetzt tauschen, und zwar mit den Shiba. Komm, wir gehen mal auf meine Formation hier rauf, holen uns den Shiba raus. Zack. Zack. So, okay. Und pass auf, Jungs, der Rottweiler hat 12 Skills und der Shiba hat leider nur 10 Skills. Es kann für mich übel enden. Ich hoffe, dass der Rottweiler 12 Skills behält, ja. Wir gucken mal. Er hat einen Multiplikator von 6,2, er von 6,5. Wir tauschen. Wir nehmen leider den Shiba. Confirm. Oh Gott, oh Gott. Oh, Soul Eye. Exchange. Confirm. Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Okay, er ist Gott sei Dank noch legendär. Oh Gott. Will ich das jetzt öffnen oder nicht? Jungs. 11 Skills. Ja, er hatte vorher 12 Skills gehabt, jetzt hat er nur noch 11, das heißt, eine goldene Fähigkeit ist weg. Ja, das ist ein trauriger Tag, Soul-Eye. Der, ja, toll, der Multiplikator ist gestiegen, aber wie gesagt, der Hund ist jetzt voll für die Tonne. Ja? Danke, liebes Glücksrad, echt, hast du echt toll gemacht. Scheiße. Ja, okay. Letzte Challenge war, ich soll das Spiel löschen, aber vorher einen machen wir noch. So, zack. Was kriegen wir jetzt raus? Spend all rewards to one player. Das heißt, pass auf, ich bekomme jede Woche für das Video machen, kann ich mir so Ingame-Pakete aussuchen, ne, für 10 Euro. Die verschenke ich immer, weil die bringen mir nichts. Und bevor, ja, die verfallen oder so, verschenke ich die lieber an die Community. Je nachdem, wie viele Videos ich mache, ne, wenn ich 4 Videos mache, kriege ich 4 Pakete. So, nächste Woche weiß ich ungefähr, wie viele Pakete es sind. Es sind ungefähr Minimum 3 bis 4 Stück. Schreibt eure Ingame-ID rein, schreibt, was ihr haben möchtet. Die 1000 Goldbarren oder 4, ich glaube Minimum 4 Pakete. Also wenn ich euch auswähle aus den Kommentaren, bekommt derjenige 4 Ingame-Pakete. A 10 Euro. Von daher schreibt einen Kommentar, eure Ingame-ID. Und ja, wir kriegen das schon hin. Ja? Und natürlich, wenn ihr die Ingame-Pakete haben wollt, was für Pakete es sind. Ja, gut. Und jetzt sind wir am Schluss angelangt. Ich soll das Spiel löschen. So, da sind wir. The Walking Dead Survivors. Entfernen. Möchtest du die vom Homebildschirm? Verbleibt die App in deiner Mediathek? Nein, wir wollen die App löschen. Die Daten werden auch gelöscht. Okay, wir löschen das. Zack, The Walking Dead is over. Ja, ja, tut mir leid. Also, wie gesagt, das Glücksrad hat entschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich muss mal gucken. Ja, das Spiel ist ja gelöscht, ne? Ja, wir schauen mal. Alles klar, macht's gut. Bis dann, euer Soul Eye. Oh Gott, der Hund, ey. Soul Eye. Ach du Scheiße.